Hallo liebe Freunde, da bin ich wieder. Hab nichts gemacht, ich bin nur aus dem Haus rausgegangen und hab diesen kleinen Ladebildschirm übersprungen. So, diese Baracke ist da eingekreist. Und da ist eine kleine Brücke. Dann werde ich mal in die Richtung gehen und gucken, ob ich da nicht über die Brücke hingelange. Okay, hier ist das Ding. Da müsste jetzt irgendwo hier runter Richtung Bach. Ist auch albern, dass man hier nicht einfach so rübergehen kann. Aber mal ganz im Ernst. Es ist ja kein reißendes Gewässer hier. So, dann schauen wir mal. Da ist eine Brücke. Krasse Scheiße. Und die ist natürlich im Arsch. Ach, jetzt ist sie durchgestrichen. Danke. Okay, wenn wir oben rumgehen, kommt noch eine Brücke. Dann gehen wir weiter rum hier. Eigentlich muss ich doch nur diesen Bach entlang gehen und dann müsste gleich so ein Rechtsknick kommen. Wo jetzt dieser Typ nur zwei Schritte rennen kann. Ich fühle mich jetzt hier ein bisschen wie bei The Forest mit der Axt. Aber können keine Bäume fällen. Wassertropfen springen auf dem Boden. Dann ist es vielleicht auch eher Hagel. Ja, eine Hängebrücke. Ernst. Auch im Arsch. Ja, dann gehe ich mal runter da zu dem Fragezeichen. Ich habe da schon so eine Vermutung. Die ich jetzt aber natürlich nicht sage. Nachher liege ich falsch und dann lacht ihr alle. Hi ho, hi ho. Boah, zum Glück haben wir die Lampe hier. Ey. Wie frustrierend wäre das Spiel denn, wenn man hier kein Licht hätte. Es ist ja schon frustrierend genug, dass der Typ nicht mal irgendwie ein paar Schritte am Stück laufen kann. Und der Regen ist bei mir super laut auf den Ohren. Man kann ja auch, das Spiel hat keine Option. Man kann den Ton nicht leiser machen. Ich habe aber die Aufnahme leiser gemacht. Ich hoffe, dass es für euch nicht so laut ist wie für mich. Es wäre doch sehr, sehr ärgerlich. Und wenn es für euch leise ist und ich schreie ab und zu, dann ist das halt, weil es für mich sehr laut ist und ich versuche dagegen anzuschreien. So, wir bleiben auf dem Weg. Mein Plan, ganz kurz, wir gehen runter zu dem Kreuz und dann in den Wald Richtung Fragezeichen. Ist mein Kompass überhaupt? Ich kann auf den Kompass nichts sehen, so richtig. Das müsste ja Norden sein. So, da ist die Hütte, dann gehen wir den Weg lang bis zum Kreuz und dann runter in den Wald. Das war schon wieder mit Laufen. Wo ist das Kreuz? Wo ist das Kreuz? Kann ich aus Spaß hier ein paar Bäume fällen einfach? Wofür habe ich denn die Axt noch hier in der Hand? Normalerweise bei solchen Spielen, wenn man die Axt nicht mehr braucht oder irgendwas nicht mehr braucht, verliert man die einfach. Oder wie bei Wounded, wie einfach das Brecheisen kaputt geht. Okay, hier ist das Kreuz. Okay, dann sagen wir mal nach Südost. Das wäre ja dann
Okay, das wäre... Hä, ich kann auf den Kompass nichts sehen. Also ich müsste ja theoretisch, wenn ich jetzt hier vor dem Kreuz stehe, müsste das hier Norden sein. Dann müsste ich jetzt... So? Nein. Also Kreuz und dann halt ziemlich gerade runter. Der Kompass ist echt beschissen. Also ich kann den Kompass lesen, aber nicht... Nicht den jetzt. Der ist echt einfach nur scheiße. So, jetzt müssen wir doch gleich wieder... Oh, hier ist das reißende Wasser, wo man nicht rübergehen kann. Obwohl, eigentlich wäre das doch kein Problem. Da wir auch keine Füße haben, können wir uns auch keine nassen Füße holen. So, und hier muss jetzt irgendwas... Fragezeichen-mäßiges sein. Hier ist die Brücke, das ist schon zu weit. Wie gesagt, wir haben eine Axt und ich habe eine Vermutung. Wir halten mal Ausschau nach einem Baum. Kann man den hier? Nein, kann man nicht. Kann man den hier vielleicht umaxen? Nein, kann man auch nicht. Nein. Den bestimmt auch nicht. Hier wurden schon welche umgeaxtet. Nein. Nein. Boah, der steht doch perfekt. Kann ich den nicht umhauen? Ah, verdammt nochmal, ey. Oh, was ist das jetzt für ein dummes Rumgesuche hier? Oh, das sieht ja mal... Was ist das denn hier? Mann, warum nicht? Da war jemand schlampig gearbeitet, muss ich ja mal... so sagen. Warum kann ich den Scheiß hier nicht umhauen? Ah, der hat nochmal schlappig gearbeitet. Hier liegen doch schon ein paar Bäume. Kann ich den umhauen? Ja! Baum fällt! Boah, Halleluja, wir kommen rüber. Halleluja. Okay, hier ist der Weg. Da ist unsere Hütte. Und es hört auf zu regnen. Boah, meine Ohren. Gehen wir mal hier hoch. Das müsste ja so halbwegs richtig sein. Boah, was ist denn, ey? Boah, komm, bitte nicht, ey. Nicht so eine Musik. Habe ich die Axt noch? Wahrscheinlich nicht mehr. Gehen einfach mal den Weg hier hoch. Und jemand stöhnt hier. Kann auch sein, dass wir das sind, dass wir die ganze Zeit schon so rumkeuchen, nur dass ich es halt durch diesen super lauten Regen nicht gehört habe. Hinten irgendwas geleuchtet? Okay, das ist einfach nur der Sternenhimmel. Der Sternenhimmel durch die Baumwipfel. Ich will es auch gar nicht rennen. Ich weiß nicht. Oder rennen eh nur drei Schritte. Really? Die habe ich aber gesehen. Bäume. Da geht's zu unserer Hütte. Wo ist denn diese komische Ruine hier? Diese Baracke oder eine Ruine ist das? Wo wir hin sollen?
Ah, da schau mal einer hier. Boah, nice, da hinten ist es hell, aber irgendwie, da kommt man eh nicht hin. Boah, es wird immer bedrohlicher hier. Zettel? Super, eine leere Kiste. Danke für nichts. Oh, hier ist Wein. Können wir nicht ein Stückchen? Okay. Ernst? Einfach zweimal der gleiche Code. Das hätte ich mir also schenken können, hier hinzugehen. Danke. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Okay. Alpha Wand, da geht's nicht weiter. Boah, jetzt muss ich den ganzen Weg über diesen Baum wieder zurücklatschen. Nee, nur damit wir Code gekriegt haben, den ich schon hab. Boah, Spiel, ey. Brech ins Essen. Wow. Okay. Ist da oben einer? Hallo? War das ein Anschlag? Kann ich jetzt vielleicht hier rüber? Boah, wie geil, ich brauche eine Abkürzung. Natürlich ist da oben keiner. Ich habe die Steine selber ausgelöst. Meinen ultimativen Gamer-Skills. Wenn ich einfach die Abkürzung hier habe, natürlich. Ja, dann würde ich sagen, probiere ich nochmal den Code, den ich mir aufgeschrieben habe. Ist das hier der Eingang. Und rein in die Gutstube. So. Wie sieht es denn mit Licht aus? Überlegen. Hoch müssen wir. Hui. Hui, 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 hui. Ja, da ist Blut, aber ist eigentlich nichts. Schreibmaschine. Safe. So, Code. Ich habe schon mal irgendwie ein Spiel gespielt, wo man auf den Code kommen konnte. Man muss irgendwie so. Ich glaube, das ging von hier nach hier, also 25, so 60, 35. Habe ich mir aufgeschrieben. Ja, genau. 25, 60, 35. Wie das genau war mit der Begründung, ich weiß es nicht mehr, aber das war so. Ja. Weiß. Also, hier geht auch nur ein Fünfer-Schritt, das ist schon mal gut. 20. 60. Ach, komm. Natürlich kann man nicht zurückdrehen. Und 35. Kein Klacken. Ah. Geronimo. Oh, Alter, diese Lampe. Schlüssel. Und Zettel. I went for more wine. Oh, okay, das wird lang. Ich ging, um Wein zu holen. Der Wein ist alle. Ich sah die Wand, die aus anderen Ziegeln gemacht wurde, als die, aus denen das Häuschen gebaut wurde. Hinter der Wand haben irgendwelche Kinder leise geweint. Okay, das ist, glaube ich, auch eher Einbildung. Ich habe die alten Ziegel mit aller Kraft zur Seite geschoben. Wand ist eingestürzt. Das Zimmer hinter ihr war leer. Ich wollte gerade wieder gehen, als unter dem Fußboden das jämmerlichste Heulen, das ich je gehört hatte, ertönte. Ich rannte in die Küche, eine Brechstange zu holen, und riss voller Hast die Bretter ab. Dann erschrak ich das erste Mal. Wirklich. Mir wurde klar, dass das, was ich beschreibe, wirklich passiert war.
Ich gehe nicht in den Keller herunter, obwohl ich weiß, was mich dort erwartet. Ich vermute, obwohl es auf Biegen und Brechen nicht will, was mit Candy passierte. Ich weiß, wessen Blut auf der grauen Uniform erschien. Ich weiß, wessen Gestöhne und Rufe ich jeden Tag ignoriere, wenn ich in den Keller gehe, um den Wein und das Öl für den Generator zu holen. Wenn ich auf sie antworten würde, würde ich meine Schuld bekennen. Wahrscheinlich hält mich nur diese illusorische Mauer von dem Sprung, den Trubel des Wahnsinns ab. Ich hasse mich jeden Morgen, wenn ich mit dem Gesicht gleich vor Sterling aufwache. Dem Gesicht gleich vor Sterling. Okay. Sterling ist die Schreibmaschine. Ich hasse mich für diesen einen Satz auf der Schreibmaschine. Am meisten nervt mich jedoch die Aufregung, die ich jeden Tag fühle, mechanisch diese verdammte Uniform anziehe, den letzten Wein austrinke. Okay, dieses Gejaule und Gestöhne aus dem Keller wird wohl Candy sein. Die ist also nicht am nächsten Tag einfach verschwunden. Und das Blut an dem Säbel ist ihres. Ja, wir haben Schlüssel gefunden. Hier drin. Und ja, wahrscheinlich ist der Schlüssel unten für das abgeschlossene Tor. Und ich gehe mal stark davon aus, dass wir Candy da drin finden. Aber was denn für ein Satz auf der Schreibmaschine? Kann ich denn... Was meint er immer mit dem Satz auf der Schreibmaschine, den er geschrieben hat? Wenn es mir entgangen ist, bitte einmal in die Kommentare schreiben. Mir ist echt entgangen, was für ein Satz er hier meint, den er auf der Schreibmaschine geschrieben hat. Vielleicht bin ich auch einfach nur blöd. Kann sein. Ja, würde ich sagen, wir haben den Schlüssel, ab in den Keller. Also hat der Vater dann halt unter seinem Rausch die Candy wohl verletzt, nicht direkt getötet, aber verletzt. Jedes Mal, wenn er hier in den Keller runtergegangen ist, hat er sie schreien gehört und hat es einfach nur ignoriert, damit er nicht wahnsinnig wird. Okay. Gute Logik, lieber. Dieses Dröhnen. Okay, dann machen wir die Bude mal auf. Dann wird das Spiel auch jetzt gleich, denke ich mal, zu Ende sein. Ah, noch einen Schluck Kaffee. Und bitte, Sesam, öffne dich. Bett. Okay, wie gesagt, das war zu erwarten. Das war zu erwarten. Irgendwas. Und die hat noch einen Zettel in der Hand. Nein, Alter, wie kommt die an den Zettel? Okay, das ist komisch, dass hier Wasser irgendwie runterfällt. Egal. Oh, ist die einfach hier drin? Verdurstet wahrscheinlich. Oder verhungert. Und sie hat keine Klamotten an. Möchte ich nur mal erwähnen. Der letzte Zettel. Okay. I woke up in complete darkness. Ich wache in tiefster Finsternis auf. Als ich den Lichtschalter ertaste, war das Licht doppelt grell, weil das der grauenvolle aller möglichsten Anblicke war. Ich vergesse es mein Leben lang nicht, wie lange es auch währt. Vor mir hing eine blutende menschliche Leiche. An den nackten Fels, die mit dem Ledergürtel an den nackten Fels gebunden war. Okay, Übersetzung ist ein bisschen komisch. Ich musste mich übergeben. Candy. Ich brachte einen Menschen um. Dann ertönte eine Stimme irgendwo hinter, unter und über mir hervor. War nicht um mich herum, sondern aus allen drei anderen Richtungen. Ein vornehmes Englisch klang mir noch lange nach der Entdeckung der Leiche in den Ohren. Die Leiche versperrte den Zug im Kamin. Das war Billys Schwester. Und ich werde es sicher noch lange nicht vergessen können. Stan, wie gefiel es dir? Willst du nicht, dass wir eine neue Anregung brauchen? Es war meine Stimme. Jetzt, ich diese Wörter schreibe, am Mittag am Tisch sitzend, weiß ich, dass es vielleicht
die letzten Stunden des alten Stans sind. Wenn es mir nicht gelingt zu fliehen, hoffe ich, dass es mir zumindest gelingt, mich umzubringen. Niemand mehr in diesem Häuschen ums Leben kommen. Also Candy hang hier tot an diesen Haken. Und er ist einfach durchgedreht. Er hört Stimmen und wenn es mir nicht gelingt zu fliehen, hoffe ich, dass es mir gelingt, mich selbst umzubringen. Okay, er ist ja dann auch. Er hat anscheinend hier noch das Buch zu Ende geschrieben. Ob es jetzt gut war oder nicht, kann man, denke ich, auch nicht mehr beurteilen. Wollte es dann seinem Verleger geben? Oder? Ja gut, er wollte sich mit dem Verleger wahrscheinlich nicht auf dem Friedhof treffen. Das macht keinen Sinn. Er ist dann zum Friedhof seiner Eltern gegangen. Ist dann da zusammengeklappt. Und wenn man hier mal gelesen hat, was er sich alles an Stoff reingehauen hat, am Anfang stand ja, dass mit den Amphetaminen in seinem Körper hat er sich vielleicht auch wissentlich am Grab seiner Eltern eine Überdosis verabreicht. Alles nur Mutmaßung. Aber ich würde sagen, das war's dann jetzt. Und dann, ja, weiß ich nicht. Ist jetzt wieder zurück zum Auto und abhauen oder was? Ich weiß. Candy. Hallo? Komm. Ah, Blut. Noch mehr Blut? Das war so klar. Huch, wo sind wir hier? Gummizelle. Warum? Wir hier sind wir in dem Haus auch durchgedreht? Hä? So, jetzt hier. Die Zelle? Warum? Junge! Kann ich nur noch was? Wow. Gut. Ende. The Clearing. Ah, ja. Nochmal schöne Musik zum Ende. Ja, Freunde, das war The Clearing. Eigentlich nur eine kleine Geschichte, wo... Einfach nur ein Spiel, wo eine kleine Geschichte erzählt wird. Von einem Schriftsteller, der echt durchgedreht ist. Und wir als Sohn sind anscheinend jetzt am Ende auch durchgedreht. Sonst wären wir ja nicht in der Klapse gelandet. Ja, also optisch ansprechendes Indie-Game. Der Regen war ein bisschen laut. War so cool gemacht. Hat mir sehr gefallen. Ich spiele eigentlich auch ganz gerne so Storytelling-Games. Ja, mir fällt jetzt nichts Negatives ein. Also, schönes Spiel so für zwischendurch. Aber wenn man es einmal gespielt hat, ist es halt durch, ne? Das mit dem Code war irgendwie komisch, dass ich den doppelt gefunden habe. Hätte ich mir, glaube ich, das ganze Rumgesuche da im Wald, hätte ich mir, glaube ich, sparen können. Aber ich will natürlich fürs Let's Play alles angucken in Ruhe. Nun gut, wir sind mit The Clearing durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde in nächster Zeit noch ein, zwei etwas härtere Horror-Indie-Spiele, denke ich mal, raushauen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ja, ich hasse mich dafür jetzt schon. Ja gut, das war The Clearing. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Auch hier, wenn ich irgendwas übersehen habe oder so. Ich bin belehrbar, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.